Ich prophezeie zwei Welten, unsere und die andere. Und die andere wird, da war Corona ein Testlauf, ja, ein kleiner Intelligenztest, um zu sehen, wie dumm sind die Menschen wirklich. Selbst die Kabale waren überrascht, dass wir noch dümmer sind, als sie uns eh schon für dumm halten. Und jetzt lassen Sie uns kurz durchatmen, das ist reine Psychologie, ja, Zuckerbrot und Peitsche. Raum geben, wieder einschränken. Was man dabei oft nicht merkt, ist, dass der Raum, den man uns immer wieder gibt, immer kleiner wird. Schritt für Schritt. Der Frosch wird langsam gekocht. Ja. Das passiert aber nur jenen, die das kochende Wasser fürchten. Die anderen schauen hin, gehen hin, halten Finger rein, sagen nein, danke und gehen eine andere Richtung entlang. Ja. Aber wer natürlich das bequeme, warme Bad bevorzugt, der bevorzugt letztlich auch ein schönes Gefängnis. Ja? Und wenn dann einer kommt und sagt, wir streichen die Gitterstäbe neu, goldig, und machen einen Buddha an die Wand, dann sind die schon glücklich. Ja, dann können sie ja weiter in ihrem Frieden ungestört sein. Aber die Frage ist, wachsen sie dann? Nein. Und das ist gegen das Prinzip des Universums, welches ständig im Fluss und im Wachstum ist. Wenn wir aufhören, uns in diesem Strom des Werdens zu bewegen, werden wir vergehen, weil es nicht entspricht. Deshalb tut das Universum alles, uns ins Tun zu bringen, in die Bewegung, in Motion, Emotion, Emotionen, Gefühle, das bringt uns in Bewegung. Emotionen sind nicht in derselben hohen Schwingung wie Gefühle, aber sie sind sehr gut dazu geeignet, die Menschen zu aufzuwecken, zu rütteln, durcheinander zu bringen, wütend zu machen, in die Depression zu bringen und so weiter, weil dann müssen sie was tun oder sie krepieren. Es muss ja nicht so sein. Das ist nur für die, die nicht wollen. Für die, die wollen, ist es viel einfacher. Ja? Du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, viele, aber einen, auf den ich jetzt gerne eingehen möchte. Du hast über die Hingabe gesprochen und gesagt, ich bin bereit. Und das ist ja eine klare Entscheidung. Das ist ja eine Entscheidung, die wir einfach treffen können. Hast du einen besonderen Auslöser, diese Entscheidung zu treffen? Wie war der Moment, dass du gesagt hast, boah, jetzt bin ich bereit, jetzt lasse ich das einfach hin? Was da auch hintersteckt, ist ja, du hast ja, machst einen Unterschied zwischen Persönlichkeit und Wesen. Mhm. Also Persönlichkeit, und die Persönlichkeit hat viele Programme, hat viele Gewohnheiten, ist hier so, du sagst auch so ein bisschen in diesem Opferbewusstsein drin. Das heißt, wir sind stark abhängig von dem, was um uns herum geschieht. Mhm. Und das zu lösen, die Hingabe dann zu sagen, okay, ich identifiziere mich jetzt nicht damit, ich gehe rein in den Wesenskern, in mich selber, ich bin bereit, alles abzulegen und auch sichtbar zu sein, auch verletzlich zu sein. War das bei dir ein starker Moment? War das wirklich eine bewusste, klare Entscheidung, die dann einfach so stark war, dass die auch die Jahre danach noch so, dass du es immer noch zurückrufen konntest und immer wieder dauerhaft? Also die Entscheidung war für einen Moment und zählt, so sag ich mal, die war einfach ganz klar. Ja, da muss ich sagen, nein. Es ist gewachsen. Mhm. Die Sehnsucht hatte ich schon, seit ich denken kann. Ich wollte schon immer Gott finden, weil das war das größte Mysterium und wer will seinen Vater nicht kennenlernen oder den größten Architekten, den es überhaupt gibt, der sowas wie eine Schöpfung, also das ist ja der Hammer, oder? Mhm. Mit diesem Durchblick, das wollte ich schon immer kennenlernen, aber... Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.